Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von tarifcheck.de, das kostenlose Online-Vergleichsportal für Versicherungen, Finanzen, Energie und Telekommunikation. Wobei ich es auch schade finde, also diese vier Rennen, die RTL ja überträgt, muss man ja auch mal realistisch sein, das ist ja nichts anderes als Promo für Sky. Also da läuft ja so viel Sky-Werbung auch drumherum, in den Werbepausen, in den Sonderwerbeformen, wenn man ja so schön neu Deutsch in der Fernsehsprache ja spricht, eben, dass das ja alles beworben wird. Das ist die Idee einer Sublizenzierung. Aber am Ende, man sieht es ja auch, die Quoten, also das ist, wenn man das mal mit von ein paar Jahren vergleicht, irgendwie, wo dann trotzdem noch 5, 6 Millionen am Sonntag irgendwie zugeschaut haben oder wenn dann irgendwie Rennen am Abend, Kanada oder sowas stattgefunden haben, waren es auch gerne mal irgendwie 7 Millionen. Das wäre ja heute, selbst wenn es in diesen vier Rennen wäre, ja auch nicht mehr denkbar. Da gehen ja die Zahlen bedauerlicherweise auch runter. Nein, aber das ist natürlich auch ein Gewöhnungseffekt. Irgendwo, das kriege ich ja selber in Gesprächen mit, dass die Menschen jetzt überhaupt fragen, wann ist eigentlich nochmal Formel 1, wo fahren die überhaupt? Also die Menschen wissen da gar nichts mehr drüber, wann jetzt wo was stattfindet. Früher brauchte ich nur am Flughafen zu sein, dann, jetzt geht's nach Baku, sie fliegen nach Monte Carlo. Da war schon mal alles klar, aber jetzt ist nur, wo geht's denn hin? Zum Fußball oder so und so? Da sind die Leute neu und fragen ja, oder machen sie Urlaub oder wo fliegen sie denn hin? Aber das ist die Formel 1, die Gewohnheit ist weg. Es war diese Gewohnheit, alle 14 Tage RTL Formel 1, ist klar. Und dann schalten die Leute schon aus Gewohnheit immer wieder ein. Dann hat man plötzlich gemerkt, auch brauchen wir ja gar nicht mehr. Und dann kommt noch hinzu, das Medieninteresse ist auch geringer geworden. Corona hat auch nicht gerade geholfen. Und dann haben wir jetzt noch die Situation, dass die Deutschen nicht gerade erfolgsverwöhnt sind. Wenn wir gucken, wo Sebastian Vettel und Mick Schumacher bisher fahren, die Punkteausbeute ist, sagen wir mal, mager. Und dass der deutsche Erfolgsverwöhnte, der möchte halt die Jungs oben am Podest siegen sehen. Das ist nicht der Fall. Dann sagt man sich auch, und dafür dann auch noch bezahlen? Nee, also da kann ich auch Sonntagnachmittags rausgehen. Außerdem ist da jetzt auch immer viel Fußball und bla bla bla. Da kommt einiges zusammen. Aber so richtig ein Erfolgsmodell ist die Formel 1 im Pay-TV nicht. Da brauchen wir ja nicht drüber reden, das sieht man ja. Nee, ist es auch nicht. Und dann können wir gleich wieder auch über die Geschmacksfrage sprechen. Ich finde die Machart jetzt auch nicht gerade die beste, aber da gibt es ja auch viele, die dann ja auch sagen, die Kommentatoren, die machen das ja alles ganz toll. Andere, die dann sagen, irgendwie, ich kann den nicht mehr hören. Wenn ich mal so unter uns gesprochen, ich kann die auch nicht mehr hören. Es ist manchmal etwas anstrengend und auch wenn man auch manch Fahrer falsch ausspricht, Sergio. Ich glaube, wenn du meinst, obwohl ich immer mir denke, ich sitze immer vorm Fernseher und denke mir, das heißt nicht Sergio, es heißt Sergio. Und das teilweise auch in Gegenwart von Helmut Marko, wo ich mir auch immer dachte, da muss ich auch denken, kriegt er das irgendwann mal hin, den Namen richtig auszusprechen? Irgendwie, ich weiß es nicht. Also es ist Geschmackssache. Es ist aber Geschmack. Es ist halt, ja, aber wenn du halt die Formel 1 gucken willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dann das Ganze über Sky zu gucken oder halt eben diese vier Rennen, die es dann dabei RTL gibt. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.